Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wie ihr schon am Titel erkennen konntet, gibt es heute das Geschenke-Video, was ich zu Weihnachten bekommen habe, da die Nachfrage jedes Jahr wieder so groß ist, dass ich ein Video über meine Geschenke drehe, was ich so bekommen habe. Aber vorab möchte ich nur sagen, ich möchte damit keinerlei angeben, was ich bekommen habe oder so, sondern ich drehe das Video ganz allein aus eurer Interesse, weil ihr gern wolltet, dass ich so ein Video drehe. Und ja, ich glaube, ich rede auch nicht mehr so lange drum herum, sondern ich fange einfach an. Und ja, wohl vorab möchte ich noch sagen, ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Festtage und wunderschöne Weihnachten. Habt die Zeit mit eurer Familie genossen. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und ich habe mich auch über alle Geschenke sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich liebe es am meisten, wenn sich die anderen über meine Geschenke freuen, was ich ihnen schenke. Und ich fand es dieses Jahr so schön, weil mein Bruder hat einfach angefangen, bei meinem Geschenk zu weinen. Und oh, das war so süß, dass er sich so gefreut hat. Und meine Mama hat sich auch voll gefreut. Also alle haben sich über ihre Geschenke mega gefreut. Aber mein Gott, für meinen Bruder war es so emotional, weil er wusste halt gar nicht, was er sich wünschte. Und dann haben wir ihn halt so eine mega Überraschung geschenkt. Aber das werde ich jetzt nicht hier sagen, dass ich ihm alles verschenkt habe oder so. Auf jeden Fall hat er sich mega darüber gefreut. Und das fand ich mega süß. Und ja, aber ich fange jetzt einfach an mit meinem Geschenk, was ich bekommen habe. Let's go. Ich fange erstmal mit dem Geschenk an, was ich von meinem Bruder bekommen habe. Und das ist wirklich ein Geschenk, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ich das bekomme. Weil ich hatte halt schon so ein paar Wünsche so meiner Familie geschickt, aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil das gar nicht auf meiner Wunschliste stand. Und zwar habe ich so einen Amazon Fire TV Stick bekommen mit Siri-Funktion, weil wir haben nämlich so einen Stick schon hier unten bei uns im Wohnzimmer, aber ich habe den mir immer hochgeholt und das war auch voll nervig, weil wir den immer überall alle dran gestöpselt haben. Und jetzt habe ich meinen eigenen und jetzt kann ich auch oben an meinem Fernseher Netflix gucken und Amazon Prime und der hat gleich so eine Siri-Funktion, da muss ich dann noch nicht mal tippen, sondern kann gleich irgendwie so sagen, Weihnachtsfilme oder Horrorfilme und dann sucht er mir das halt gleich und das finde ich mega cool und danke Brudi, dass du mir das geschenkt hast. Hab mich sehr gefreut. Dann kommen wir zum nächsten Geschenk, das habe ich von meinen Eltern bekommen, das habe ich nämlich auch gewünscht. Das ist so ein Buch von einer Instagramerin. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Patching Tigers. Auf jeden Fall ist sie bekannt für so richtig kreative Bildbearbeitung und so. Und ich fand das halt mega cool. Und in diesem Buch zeigt sie halt in verschiedenen Schritten, wie sie diese Bilder gemacht hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ein paar Bilder von ihr. Vielleicht kennt ihr sie. Auf jeden Fall heißt sie irgendwas mit Fetching Tigers und ich feiere ihre Bilder total und hier in diesem Buch erklärt sie halt, also sie hat glaube ich schon 2 Bücher rausgebracht, aber das ist ja das erste Teilbuch davon. Auf jeden Fall zeigt sie da halt in einfachen Schritten, wie sie halt diese Bilder gemacht hat und fand das mega cool und werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Und ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Geschenk, das habe ich von meiner Oma bekommen, also von meiner Oma und Opa, da habe ich von meiner einen Oma und Opa, von denen habe ich Geld bekommen und dann noch dieses kleine hier und zwar ist das, also wer mich kennt, weiß, dass ich Disney liebe und das ist bei mir so wirklich nichts ohne Disney geht, deswegen habe ich auch dieses Jahr richtig viele, also ich habe halt mega viel für meine Familie auch gebastelt und alles war so Disney inspiriert und ich habe mir auch dementsprechend auch was von Disney gewünscht und ist das so ein Spiel und zwar ist das so ein Quiz von Disney, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und da sind halt über alle Disney-Filme, die es so bisher so gab, sind halt so Quizfragen drin. Und das kann man halt so mit Gruppen spielen. Und dann kann man sich halt so gegenseitig fragen und sein Wissen halt über Disney-Filme testen. Und da sind wirklich manchmal so Fragen drin, wo ich mir so denke, so, what the fuck? Als ob ich mir das aus dem Film gemerkt habe, wie was für eine Farbe die Maus aus Cinderella oder so hat. Aber auf jeden Fall finde ich das mega cool, weil da sind halt wirklich von den ganz alten Disney-Filmen bis zu den aktuellen Disney-Filmen sind da halt wirklich fast alle dabei. Und deswegen habe ich mir das gewünscht und ich habe es bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich von meiner anderen Oma auch noch ein traditionelles Geschenk bekommen. Socken. Aber die finde ich voll cool, weil das sind halt so Sneakersocken und die sind halt flauschig. Ich kenne nämlich sonst so gar nicht so Sneakersocken, die flauschig sind. Und das freut mich auch weil die so weich sind. Dann habe ich auf jeden Fall noch etwas anderes von meiner Oma bekommen. Und zwar ist das so eine, ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt sieht man das. Und zwar ist das eine 20-Euro-Münze. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo noch... Ich weiß nicht, wo meine Oma die her hat. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool. Das ist einfach eine
20-Euro-Münze. Wisst ihr, es gibt ja eigentlich nur einen 20-Euro-Schein. Das ist einfach eine 20-Euro-Münze als Münze. Als ein 20-Euro-Schein als Münze. Und ich finde das mega cool. Und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie sowas Besonderes. Und ja. Dann habe ich auch noch, und zwar habe ich mir die schon, ich habe mir die, glaube ich, schon vor 2 Jahren mal gewünscht. Und jedes Mal habe ich dann immer mich doch wieder umentschieden, dass ich es mir doch nicht wünsche. Und dieses Jahr habe ich es mir dann endlich gewünscht, weil ich sie doch unbedingt gerne haben wollte. Und zwar habe ich von meinen Eltern die Instax Mini 9 bekommen. Ich glaube, so heißt die. Und jetzt kann ich auch endlich so welche Bilder machen mit Sofortbild. Und ja, ich habe auch schon ein paar Bilder gemacht. Jetzt sind als Erinnerung an Weihnachten. Und ich finde die mega schön. Und ich liebe so eine Kamera. Und jetzt komme ich die endlich auch. Und ich habe vor, die dann auch mit so zu Events zu nehmen manchmal. Und dann vielleicht so mit ein paar Fans so Bilder zu machen. Und dann hat man so gleich so die Erinnerung so auf dem Bild. Ich finde das einfach so mega cool. Und ja, ich habe die im Blau bekommen. Ich habe meiner Eltern die Farbwahl freigelassen. Mir war es eigentlich relativ egal. Hauptsache kein Weiß oder so, weil Weiß wird sogar so schnell schmutzig. Ich habe mich eigentlich zwischen Rosa oder Blau und ich habe die Blau bekommen. Und ich finde die mega cool, weil die passt auch zu meiner Zimmerfarbe. Auf jeden Fall habe ich dann da passend dazu gleich noch so Filmeinsätze bekommen. So 40 Stück, glaube ich, sind das. Und ja, damit ich genug Fotos machen kann. Und dann, was ich auch noch von meiner anderen Oma und Opa bekommen habe, da habe ich was von Pandora bekommen, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich das gerade umhabe. So habe ich da, ich hatte halt so ein Pandora-Armband und ich hatte halt noch wirklich keinen einzigen Anhänger und jetzt habe ich endlich einen. Und zwar ist das dieser hier, ich weiß nicht, ob man den sieht. Und zwar sieht man den hier, das ist die Tasse, also diese Tasse aus Die Schönen des Biest von, ja, das ist Tassilo oder diese. Auf jeden Fall ist das diese Teekanne aus dem Märchen Das Schöne oder von dem Disney-Film Das Schöne und das Biest. Und ihr wisst, wie gesagt, ich liebe Disney und deswegen habe ich mir auch dementsprechend einen Disney-Anhänger gewünscht. Und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich liebe diese Tasse, diese Teekanne aus diesem Schönen und das Biest. Ich finde die so süß. Habe ich noch was bekommen von meinen Eltern und zwar kann man ja nie genug Ausleuchtung haben. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich gerade mit dieser Beleuchtung filme, die ich neu habe. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr irgendwie eine Veränderung seht, weil da kann man jetzt so einstellen, weißes Licht und gelbes Licht. Und ich habe mir da auch noch so Farbeinsätze dazu gewünscht, die ich da vorstellen kann. Dann habe ich jetzt zum Beispiel blaues Licht oder rotes Licht. Und das finde ich auf jeden Fall mega cool. Das ist von Newer. Und da habe ich ja diese Lampe bekommen, noch von meinen Eltern. Ja, auf jeden Fall immer gutes Equipment. Ja. Ihr könnt ja mal schreiben, wie die Beleuchtung ist. Mich würde das sehr interessieren. Weil ich finde, das sieht jetzt so natürlich das Licht aus, weil ich das so gelb einstellen konnte. Aber ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, wenn ich das auf YouTube poste. Oder ihr habt das wie auf, wenn ihr das auf YouTube seht, auf jeden Fall finde ich das Licht eigentlich, so wie ich es jetzt in der Kamera sehe, ganz cool. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall noch an die Lampe testen müssen, aber ja. Dann habe ich von meiner Cousine auch noch Gutschein bekommen. Ja, jetzt nicht so spannend. Und eine Karte. Ja. Und dann habe ich als letztes Mal von meinen Eltern. Es hat nichts mit Disney. Doch, es hat was mit Disney zu tun. Und zwar habe ich ein Monopoly bekommen. Ich weiß nicht, aber Monopoly ist, finde ich, dafür ist man nie zu alt. Und ich fand das hier halt mega cool, weil es ist so eine limitierte neue Auflage von Disney gewesen. Und ich liebe Disney. Und ich bin so happy, dass ich das bekommen habe. Und wir werden das auch heute bei meiner Oma spielen, denn heute ist der erste Weihnachtsfeiertag, wenn ich das Video drehe. Und ich bin schon mega gespannt, das zu spielen mit meinen Eltern, mit meiner Family. Ich glaube, das wird mega Spaß machen. Vor allem ist es so cool, weil das halt nicht so mit so Straßen wie bei Monopoly, sondern das halt alles so mit Disney-Filmen. Und ja, ich habe schon so einen kleinen Disney-Kanal so hier oben. Aber jeder das seine. So, und das waren auch schon alle meine Geschenke, die ich von meinen Eltern, meiner Familie, von meiner Oma und Opa bekommen habe. Und ja, ich denke, weiter kann man dazu nicht so viel erzählen. Wie gesagt, ich möchte damit keinerlei angeben oder irgendwie jetzt so prahlen oder so. Ich drehe das Video, wie gesagt, aus eurem Interesse, also regt euch nicht auf. Und mich freut es, dass das letzte Video so gut bei euch angekommen ist, wollte ich nochmal sagen. Und morgen ist ja Silvester, deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Und wir sehen uns dann tatsächlich erst nächstes Jahr wieder. Das hört sich jetzt so meilenweit weg an, aber in Wirklichkeit ist es schon übermorgen.
Und wie gesagt, ich wünsche euch, wie gesagt, schöne zwei Feiertage jetzt nochmal, also schöne Silvestertage, Silvesterfeiertage mit eurer Familie und Freunden. Ich weiß nicht, wie ihr feiert. Wir feiern dieses Jahr, wenn ihr dieses Video seht, nicht zu Hause, sondern wir sind an der Ostsee. Und es ist für mich das erste Mal, dass ich Silvester nicht zu Hause bin. Und darauf freue ich mich mega. Und da sind wir dann auch, glaube ich, noch ein paar Tage länger, bis Donnerstag, glaube ich, wenn ich recht habe. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich da total drauf. Und ich wünsche euch dann noch ein schönes restliches Wochenende. Und ich hab euch lieb und ich hoffe, ihr hattet auch alle wunderschöne Weihnachten. Und bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis nächstes Jahr. Tschüss!